Boah, ist das schwer. 16 Kilogramm. Darauf habe ich schon echt lange gewartet. Das ist mein Xiaomi Nineboard Mini. Mein Name ist Kamal von TechStage und normalerweise schauen wir uns ja Smartphones und Tablets und neue Technologien an, aber mittlerweile auch solche Sachen wie Mobilität. So einen Scooter habe ich hier und ich habe noch einen anderen elektrischen Scooter. Das wollte ich mir unbedingt einmal anschauen. Das ist jetzt da. Wir packen es gemeinsam aus. Nach dem Intro geht's los. Das riecht voll nach China. So, das ist es. Das ist das Xiaomi Nineboard Mini, gebaut von der Segway-Tochter, die auch Segway heißt in diesem Fall. Ist ein wenig kleiner als das Pro, hat aber andere Unterschiede. Welche ganz genau, das werden wir euch in einem Test zeigen. Aber das ist es, doch schon eine andere Nummer. Ich hole mal mein normales Board, was ich sonst immer fahre. So sieht's aus. Das ist das, was ich schon seit ungefähr jetzt 8 Monaten habe. Entsprechend sieht es auch sehr mitgenommen aus. Einen Test dazu haben wir euch bereits auf YouTube gezeigt. Und das ist das Neue, das tatsächlich mehrere größere Reifen hat, auch Licht installiert und entsprechend hochwertiger ist, weil Xiaomi halt, ne? Größter Unterschied ist diese Halterung hier. Diese Folie lässt sich übrigens irgendwie aufreißen. Die andere, da ging jetzt nicht. Genau, die Halterung kommt hier vorne hier rein. Und dann läuft das Ganze so, wie man das hier sieht. Wir bauen das einmal hier auf und dann fahren wir eine Runde damit. So, wir haben das Teil jetzt komplett zusammengeschraubt. So viel war es eigentlich gar nicht. Nur dieser Standfuß oder dieser Halter, dieser Ständer, der muss irgendwie befestigt werden. Das wurde jetzt gemacht. Und als nächstes steht in der Betriebsanleitung, dass man erst die App herunterladen muss und dann kann man darauf steigen. Das machen wir jetzt einmal. Wir haben die App soweit heruntergeladen oder auch eingerichtet, während sie noch initialisiert wird. Kurz ein Rundgang, was sich wo befindet hier bei dem Nineboard Mini. Und zwar überall ist noch Folie drauf, aber hier seht ihr An- und Aus-Taste draufgedrückt und jetzt sollte das Teil gleich kippen, beziehungsweise hält er sich nicht mehr stabil. Ihr seht, fällt runter. Wenn ich es aber wieder aktiviere, dann steht es wieder und er soll jetzt nicht möglichst rollen. Hier Stromanschluss, Licht da vorne. Dann haben wir hier eine Anzeige, wo mir gesagt wird, wie weit der Akkustatus ist, ob der noch voll ist oder nicht. Und er blinkt auch schon und sagt, verbinde dich mit der App, damit das hier kurz quasi eingerichtet wird. Denn es hat zum Beispiel eine Fernfunktion, Fernsteuerungsfunktion, aber auch sowas wie eine Lockfunktion. Ich drehe das einmal um. Ist nicht gerade leicht. Hier haben wir hinten Lichter, blau normalerweise. Wenn man vorwärts fährt und rückwärts, dann ist es ein Bremslicht. Und wenn man nur in eine Richtung fährt, nämlich so, dann ist das ein Blinklicht. Das sieht man hier vielleicht etwas deutlicher. Aber ich steige jetzt einmal drauf und ich meine, die App sollte gleich eingerichtet sein. So, was die App unter anderem auch macht, ist, dass sie mir eine Einweisung gibt, wie ich am besten darauf stehen soll und kann und wie ich damit fahre. Deswegen zeigt er mir das hier unter der Anzeige gerade an. Aber ich habe, wie gesagt, schon so ein Board, deswegen weiß ich einigermaßen, wie man mit sowas fährt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine ganz andere Steuerung. Ja, so läuft es ab. Ist man einmal quasi drauf, dann bewegt man sich nach vorne mit dem Gleichgewicht nach vorne anlehnen und nach hinten. Aber der Unterschied ist, dass ich hier nicht kurven kann, indem ich mein Gewicht verlagere, sondern indem ich einfach diese Stange hier bewege. Und das natürlich möglichst mit dem Fuß, nämlich so. Ja. So, also für mich als jemand, der schon seit 8 Monaten so ein Hoverboard hat, so ein Self-Balancing Board hat, ist es ein wenig ungewöhnlich, weil ich die Steuerung etwas verstehen muss. Dass ich navigieren muss mit meinen Knien quasi. Aber es macht Spaß. Die Matte ist ziemlich weich. Das Teil hat sehr, sehr gute Balance. Das ist bei vielen Self-Balancing-Board nicht so. Ich hatte schon irgendwie 6 oder 7 Stück und das ist jetzt nächste Generation für mich. Macht auf jeden Fall Spaß. Ist auch schnell, merke ich.
Ich probiere das Ganze mal aus auf der Straße und werde euch in einem ausführlichen Test sagen, wie ich das finde. Aber sieht schon mal ganz gut aus, ist immerhin von Segway selbst gemacht, Xiaomis Firma. Kann man so gut auch mitnehmen. Ich werde es wahrscheinlich in meinem Auto stellen und mal gucken, wie es sich verhält. Sieht auf jeden Fall ganz, ganz cool aus. So, jetzt ist es wieder stabil. Also funktioniert es nicht immer stabil, funktioniert auch nicht immer. Aber eine weitere coole Sache ist, ich versuche es mal jetzt. Ich habe es jetzt nicht direkt ausprobiert. Er sagt mir jetzt hier, wie ich mich bewegen soll. Ah, das müsste ich noch einmal durchmachen. Aber was auch ganz gut möglich ist, ist, dass man das Teil über eine App fernsteuern kann. Also wenn man das nicht fahren möchte, muss man diese etwas mehr als 13 Kilo nicht tragen. 16 Kilo ist die Verpackung, 13 Kilo ist die Masse des Xiaomi Nineboard Mini. Dann kann man es quasi mit sich rollen lassen. Das geht über die App. Das probieren wir alles aus und wie gesagt, in einem ausführlichen Test, dann erzählen wir euch mehr. Ich sage danke fürs Zusehen und bis bald.